Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Schwarze Auge, Salinas Ketten. Mir wäre jetzt fast der Name vom Spiel entfallen. Das wäre echt schlecht gewesen. Ja, wir reden mal mit dem Ritter im Taschgebirge. Was verschlägt denn einen Andergaster Ritter ins Taschgebirge? Im Auftrag des Königs habe ich die Orkstämme in den Blutzinnen im Auge behalten. Ihr seid durch die Blutzinnen gereist? Sicher, doch nun muss ich zurück nach Andergast. Unter den Zolochai ist Unruhe ausgebrochen. Ich muss König Ephadan umgehend davon berichten. Wie ist denn deine Ausrüstung? Wir brauchen Ausrüstung. Ein Seil, Decken, Proviant, alles was nützlich ist. Gewöhnlich bekommt man hier sowas bei Gram. Aber der Dickschädel versteckt sich in seinem Haus und macht nicht Mu, nicht Mäh. Diesem Halsabschneider würde ich ohnehin nicht trauen. Hast du gehört, Gram? Du Halsabschneider! Kennst du einen Forscher in den Blutzinnen? Seid ihr in den Blutzinnen einem Gelehrten begegnet? An einem roten See? Roter See? Nein, aber wenn er von Süden kam, muss er hier vorbeigekommen sein. Gram. Warum versteckt sich dieser Gram denn? Der Ochse will nicht zugeben, dass ich im Recht bin. Im Recht? Im Recht. Er weigert sich, seine Schulden bei mir zu begleichen. Was für Schulden? Er hat mein Pferd auf dem Gewissen, hat ihm verdorbenes Futter gegeben, da ist es elendig verreckt. Ich bin in Eile und allein auf Schusters Rappen komme ich nicht voran. Ja, wir könnten dir den Gauklerwagen verkaufen. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gauklerwagen? Aber euren Gaul könnt ihr mir vermachen. Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Überlege dir einen guten Preis. Dann sage ich dir meinen. Turmglocke. Was ist das für eine Glocke im Turm? Das ist eine Sturmglocke. Beim großen Orkensturm, als der alte Wendolin noch König war, wurde sie geläutet, um die Holzfäller der Umgebung vor den einbrechenden Horden zu warnen. Glaub mir, Junge, die holte jeden aus dem Schlaf, als sie noch zu gebrauchen war. Würdest du jetzt den Gauklerwagen kaufen? Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gaukler? Aber euren Gaul, was verlangt... Ich weiß... Überleg, dann sag... Okay, dann müssen wir uns erst einen Preis überlegen. Rondra mit euch, Herr Ritter. Und mit dir. Dann müssen wir uns erst einen Preis überlegen. Das ist aber eine gute Frage. Ich weiß nicht, was der Wert ist. Hey, da oben ist ja der Rappe. Wundervoll. Eine Traumstimme behauptet, dass ich das Ende bringe und schon begleitet mich ein Todesvogel. Ja, eventuell. Etwas. Rabe, nachdem du die letzten Tage für uns den Speer gespielt hast, hat Nuri mich gebeten, von nun an netter zu dir zu sein. Und? Schaffst du es? Ich versuche es. Du? Mal schauen. Mal schauen. Was ist denn unsere aktuelle Situation? Wir sind den Kreaturen des Seers entkommen und haben einen weiten Weg zurückgelegt. Das Schicksal meint es vielleicht noch einmal gut mit uns. Jetzt liegt es wieder in unseren Händen. So, so, das Schicksal. Was ist das denn, das Schicksal? Der Wille der Götter. Und du kannst den Willen der Götter nach deinem Willen fügen? Ja. Jeder Mensch hat eine Bestimmung. Etwas, wonach uns die Götter streben lassen. Was ist deine Bestimmung? Jedenfalls kein verfluchter Unglücksbringer zu sein. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Fürchtest du nicht die Prophezeiung? Was ist, wenn sich das Unheil nicht vermeiden lässt? Meine Zukunft ist noch nicht geschrieben. Noch jeder hat sich vor Satinavs unfehlbarem Blick beugen müssen. Ja, was weißt du denn Neues von den Kreaturen? Hast du gesehen, ob uns diese Unholde noch folgen? Hast du sie nicht abgeschüttelt? Doch, ich denke. Womöglich aber auch nicht. Aber sie sind machtvolle Kreaturen des Seers. Ich habe während meiner Kundschaftsflüge keine Verfolger gesehen. Gut. Aber das muss ja nichts heißen. Verdirb mir nicht schon wieder die Laune. Was weißt du über Satinav? Erzähle mir mehr über Satinav. Man kennt ihn unter vielen Namen. Der 13-Gehörnte, der Unaufhaltsame, der Steuermann des Zeitenschiffs. Einst war er ein mächtiger Magier oder gar... Halbgott! Die Götter ketteten ihn zur Strafe an das Schiff der Zeit, weil er Herr über seine eigene Zukunft werden wollte. Das heißt,
Die Götter wollen nicht, dass man sein Schicksal selbst bestimmt? Wie Satinaf sind wir Sterblichen, Gekettete der Zeit. Dann werde ich diese Ketten eben sprengen müssen. Ja, das war's dann mit dem Gespräch. Ich schaue mich mal weiter um. Und wir brauchen immer noch Geld. Wir müssen aber erstmal unser Pferd schätzen und dann können wir hier Sachen kaufen und können weitergehen. Gut, dann entweder wir sprechen mal mit Nuri oder wir gehen weiter nach hinten. Wir sprechen aber erstmal mit sie. Sie scheint sich von ihrem Zusammenbruch erholt zu haben. Hör mal. Der Überfall. Wie geht es dir? Ich bin traurig, dass Isida fort ist. Hoffentlich finden diese Schrecken bald ein Ende. Darum suchen wir den Feenforscher, um zu verhindern, dass noch Schlimmeres geschieht. Was ist denn dein Lichtzauber? Was war das für ein Zauber, mit dem du uns gerettet hast? Es war die Macht des Mondlichts. Für die traurigen Feen ist es wie Feuer. Sie brennen darin. Traurige Feen? Was meinst du mit traurige Feen? Ich habe gespürt, dass sie einst waren wie ich. Und jetzt sind sie traurig? Sicher. Wenn eine Fee alle Zauberkraft verliert, stirbt sie nicht, sondern wird von Dunkelheit verschluckt. Dann ist sie sehr traurig und kann nie wieder lachen. Für mich waren das gemeine Unholde, die Isida auf dem Gewissen haben. Sie sind trotzdem traurig, glaube mir. Tödliche Magie. Eine Magie ist auch für dich tödlich, nicht wahr? Du wärst daran selbst fast verbrannt. Ich wollte nicht, dass du stirbst. Danke, Nuri. Und was jetzt? Ja, wir müssen den Seher finden und eigentlich ja nicht. Warum dienen diese bösen Feen dem Seher? Er muss sie verzaubert haben. Und jetzt lass das Thema sein. Ich wäre sonst auch noch ganz traurig. Okay, das lassen wir mal. Ja, wir bräuchten Ausrüstung, weißt du da vielleicht was? Wir benötigen genug Ausrüstung, bevor wir weiterreisen. Das ist in Ordnung. Ich kann etwas Ruhe gebrauchen. Gut. Lass uns später weiterreden. Dann sehe ich mich mal ein bisschen weiter um. Also, da kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht rein, aber wir können da nach hinten. Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Zudem, ohne gute Ausrüstung überleben wir in den Blutzinnen keine 2 Tage. Okay, dann komme ich also nicht dahinter. Ich müsste jetzt eigentlich... Halt, Moment, wir haben die Zügel, damit können wir doch eigentlich die Mechanik verbinden. Genau, dann drehen wir mal. Feuer! Mordio! Die Orks stürmen! Was macht ihr alle noch hier? Verschwindet, bevor die Schwarzpelze hier sind! Da hast du dich aber foppen lassen, Herr Zwerg. Der Junge hat die Glocke geläutet. Da kommen keine Orks. Was? Was geht denn in deinem Spatzenhirn vor, Junge? Läutest Alarm ohne Grund und reißt einen ehrlichen Zwerg aus seinem warmen Sessel. Ich fasse es nicht. Wir wollten nur... Ihr hattet nicht geantwortet. Ach, lass gut sein. Aber gewöhn dir gleich mal das förmliche Geschwätz ab. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron aus Andergast. Aus Andergast? Wie der da? Na schön. Mein Name ist Gram, Sohn des Grandolin. Und das hier ist Grams offenes Haus. Offenes Haus? Was willst du, Geron aus Andergast? Ich will shoppen. Wir brauchen Ausrüstung und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, Decken, Wasser. Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber... Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Aber... Streit mit dem Ritter. Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Nachhaken. Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist der schon gut? Ich wollte ja nur fragen. Ja, was weißt du über den Feenforscher? Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll. An einem roten See. So ein Verrückter? Da ist einer hier durchgekommen. Wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja.
Ich sage es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Zieh endlich ab und hüte deine Schweine. Okay, wir könnten ihm das Pferd und den Wagen anbieten. Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und dem, was sie mit sich rumschleppen. Ja, dann haken wir doch nochmal beim Feenforscher nach. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Gut. Ich lass dich wieder in Frieden. Wir brauchen also ein Goldstück. Das heißt, wir können dem Zornbold sagen, wir wollen für das Pferd ein Goldstück. Herr Ritter Zornbold, was ist los, Junge? Wir wollen ein Goldstück. Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Pferd gegen ein Goldstück. Zu Nuri Ausrüstung? Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Ja gut, dann müssen wir zu Nuri Ausrüstung machen. Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nuri. Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen, das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Ich sag mal zu ihr die dunklen Kreaturen. Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isida getötet und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein, ganz sicher nicht. Wir sitzen also fest. Der Ritter hat schon recht. Mit leeren Taschen kommt man in der Wildnis nicht weit. Wir sitzen hier erstmal fest. Nicht schlimm. Ist doch auch schön hier. Was sind das für Bäume da? Wenn es dir gut geht, Mädchen, ist alles in Ordnung. Ich kann es nur nicht sehen, wenn schöne Mädchen leiden. Dann musst du eben wegsehen. Ja, dann erinnern wir sie mal an zu Hause. Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. So, jetzt brauchen wir aber Hilfe für sie. Sie ist traurig. Wollt ihr denn Nuri nicht helfen, Ritter Zornbold? Ach. Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nuri? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen? Ja, gib uns das scheiß Goldstück für das Pferd. Oder kauft die Ausrüstung. Ritter, kauft Ausrüstung. Kauft ihr uns die Ausrüstung bei Gram? Dann bekommt ihr unser Pferd und es wäre allen... Auf keinen Fall. Mit dem Knauser mache ich nicht ein Geschäft mehr. Er verlangt doch nicht etwa ein Goldstück für etwas Ausrüstung? Ha! Ja, dann gib uns doch das Goldstück für den Pferd. Das Goldstück für das Pferd. Helft uns mit einem Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nuri wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade. Hier, nimm. Hab Dank, Herr Ritter. Dann können wir bald weiter? Ja. Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? Niemals. Nichts da. So, wir haben also nun Kohle, die auch gleich wieder weg sein wird. Geben wir gleich aus und was dann geht's willst weiter. Du? Gib uns Ausrüstung. Hier ist das Geld für die Ausrüstung. Wunderbar. Hier hast du den Krempel. Die Qualität ist ausgezeichnet. Ein guter Kauf. Das will ich hoffen, Zwerg. Ich will dir noch einen Rat geben. Wenn ihr in die Blutzinnen aufbrecht, dann schleppt nicht zu viel mit euch rum. In den Bergen spürt man schnell jede Unze auf den Knochen. Ja, das weiß ich. So, wir müssen nochmal nachhaken. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch... Okay, wir haben ich lass dich wieder in Frieden.
Was könnten wir ihnen anbieten? Wir haben also jetzt ein Decke, ein Wasser... wir schauen sie uns erstmal alle... Wir schauen sie uns alle der Reihe nach mal an. Dieser Zwerg muss sie mit ranzigem Fett eingerieben haben. Aber wenigstens werden wir im Gebirge nicht erfrieren. Genau. Dann hätten wir noch einen Wasserschlauch. Der kleinste und teuerste Wasserschlauch des Nordens. Ein Feuerstein und Stahl. Endlich muss ich zum Feuermachen keine Stöcke mehr drehen. Und ein Seil. Sicher 100 Jahre alt. So, wir könnten ihm vielleicht die Zinnflasche geben. Dieses Bartmittel kann ich dir anbieten. Das ist ja durchsichtig. Ein schwarzer Bart braucht blauen Glanz. Und den verleiht ihm bereits mein Jenbacher Bartblau. Okay, vielleicht einen Trommelschlägel. Willst du den eintauschen? Dieses Stück Holz? Ja, oder das Messer? Kein guter Stahl. Für 3 Goldstücke gebe ich dir ein richtiges Messer. Nein, danke. Vielleicht das Seil? Gib gut darauf Acht. Ich habe es selbst gedreht. Oder willst du vielleicht dein Feuerstein und Stahl... Wenn du Stahl und Stein zusammenschlägst, entstehen Funken. Ich weiß. Der Zunderschwamm macht dann ein Feuer draus. Verstanden. Ich habe aber keinen Zunderschwamm, mein Freund. Oder habe ich da noch was? Nee. Ja, damit wäre unsere Folge jetzt auch schon am Ende. Ich habe keine Ahnung, was wir dem geben können, damit wir zum Feenforscher kommen. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge herausfinden. Und bis dahin, tschüss.